Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Empire mit mir, Elodingens und meiner kleinen Schar an Dämonen, Teufelswesen und ähnlichem. Okay, die sind alle fit. Dann wollen wir doch mal uns das Gold holen, um hier den letzten Trupp zusammen zu bauen. Ach so, hier, nee, da gehen alle schon hin. Und wenn wir den haben, beziehungsweise ist ja eigentlich quasi nur noch eine Frage der Minuten, bauen wir doch hier unten schon mal noch eine Kneipe. Ein Restaurant. Also für den neuen Trupp haben wir auch schon alles. Dann wären die vier Jungs hier. Und die müssen dann eigentlich nur noch ein bisschen leveln. Und dann ist alles gut. Ja, aber schon ein recht beeindruckender Dungeon hier. Dungeon. Finde ich. So, 15. Ja, wenn wir gleich die 150 hoffentlich voll haben, dann machen wir den vierten hier auf. Alle hier nochmal zum Einkaufen geht. Einkaufen zum Essen natürlich. So, die Nummer 3 braucht noch ein bisschen. Gleich mal Geld ausgeben. Okay, ja. Genau, die können natürlich noch nicht. Aber jetzt haben wir einen offiziellen Trupp Nummer 4. Yeah! Der auch aggressiv ist. Der ausgerüstet ist, natürlich nicht so gut wie die anderen. Aber es reicht. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So. Naja, das brauchen wir nicht. Oh, mal dem kleinen Impir folgen. Weil der sich jetzt bestimmt erstmal nach oben wühlt. Und dann können wir nämlich hier mal die Zwerge grillen. Und kommen hier mal Richtung Schmiede. Ich hoffe ja, dass das dann nicht allzu hart wird, was da auf uns einprasselt. Okay, Helden extrahieren können wir noch. Aber es sind alles nur Einer-Punkte. Nix mit den Fallen, das nützt uns alles nichts. Ja, dann lass mal die Zwerge umlegen. Achso, der letzte Trupp hat noch gar keinen, noch nicht auf Extrahieren gestellt. Okay. Skelette. Das Übliche. Ich hoffe, hier sind nicht so viele Fallen.
Hey, Deathslayer, our minions whisper about a cave close by. It's swarming with some kind of bat-like creatures that we might be able to make use of. Here I go again! Here, right? Okay. Hallo. Noch mal kurz sicherheitshalber gucken. Ja, okay, können wir eigentlich mühelos die 4 hinschicken. Dann kann die da auch noch mal ein bisschen XP kriegen. Dem Rest geht's eigentlich so gut. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Ja, jetzt auch noch irgendwas Rotes, ne? Also so ganz. Okay, Rachegeister, Kobolde, das heißt, wenn wir die Barrikade hier einreißen, haben wir uns da wohl pelzen müssen. Aber wir können uns ja erstmal hier auch außen umgucken. Here I go again. Oh, how tedious. Ja, ich bin echt ganz gut weg hier. Ja, der Rattenmensch hier und der Speer, die kriegen ein bisschen aufs Brett. Die nehmen wir mal raus. New ladders have appeared. Auch wichtig, ja. Ziehen wir uns mal aus dem Ganzen zurück. Fremd auch gerade ein bisschen. Warten wir kurz mal, bis hier die neuen Helden kommen. Restlichen Leitern haben wir ja wahrscheinlich im Griff. Heroes are entering your dungeon. Da kommen sie. Fall noch, also Nummer 4 verpasst jetzt die schöne XP. Na, vielleicht auch nicht. Nochmal. Sind da noch rechtzeitig. Okay, optionales Quest haben wir. Hier ist dann der Casus Knactus. Okay, wenn die beiden gleich voll sind hier, was eigentlich gleich so sein müsste. Jetzt. So. Dann gucken wir mal hier weiter, wa? Was es hier noch so an kleinen Überraschungen gibt. This hero is toast. Ja. Oh, how tedious. I have wings, don't I?
fucking here. Mhm. Ja, wir fallen hier gleich in den Fight versuchen reinzukommen und der Schamane stirbt. Nein! Ach, immer noch gar kein mehr. Dann nehmen wir da mal lieber einen Priester, das mit dem Schaman, bei der dann drin. Jetzt hab ich einen Berserker gebaut, ne. Wollte eigentlich einen Priester bauen, da. Mal die 1 mal nochmal hier hin teleportieren. Der Rest sieht ja eigentlich noch gut aus, ja, ist nur der Schaman, der hat's da voll zerledert. Volle Räume, ne? Aber wir können uns da relativ schnell immer durchwühlen. Mal gucken. Ja, alles gut. Können wir weitergehen erstmal? Ja, voll die Zwergen. Das ist aus dem Lager oder neben der Taverne, ja. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Here I go again. Ja, mal schön den Wirbelwind reinhauen. Ich werde hier relativ fix immer down kriegen. Also mit den 2 Heilern. Im Augenblick läuft es ganz gut damit, ja. Und dann geht's hier nicht lang. Ist da eine Falle oder was? Wahrscheinlich alles voll mit Fallen, ja. Erstmal noch weiter gucken. Das führt zwar alles hier hin, aber hier könnten noch 2 Räume sein, wo es potenziell irgendwas Interessantes gibt, ja. Okay, ist schon zu spät. Down, der den Rattenmenschen hat es zerlegt in der Gruppe. So, aber wollen es nicht übertreiben, ne? Trupp 4 ist ja hier auch schon relativ weit fortgeschritten. Die können wir eigentlich mal voll bashern hier. Na, hier uns auf alle Fälle noch weiter umgucken. Hier ist noch potenziell irgendwas. Das mag ich schon ja nicht entgehen lassen. I feel the need to
4 will immer nicht poppen. Weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal so framed bei mir. Mal so. Jetzt geht's gerade wieder. Hier ist auch noch spannend. Ah, bloß nicht. Wir können, lassen jetzt hier nichts. Hier ist bestimmt irgendwo noch eine Truhe. Das ist vor allen Dingen so ein Riesenraum. Ja, das ist dann bestimmt der, wo man den beschwört. Okay, ja. Aber wenn wir jetzt hier schon mal alles sauber gemacht haben, das schadet auf alles wieder nichts. So, haben wir. Ja, und da ist dann tatsächlich auch eine Truhe, siehst du? Ich sag doch, es lohnt sich, sich hier umzugucken. Neue Rune, sehr schön. Ja, da ist echt ganz schön was los, was hier an Rachegeistern so beendlichen rumspringt. Ganz knapp hier noch den Speer gerettet. I feel the need to feed. Und da hat's uns den Priester zerlegt. Ärgerlich. Out of the pit into a hellhole. New ladders have appeared. Eat, sleep, slaughter. Schaffen wir schon noch. Neue Rune, yeah! So, 1. Nur 3 Leitern? Ja. Sieht so aus, okay. Das heißt, hier werden sie dann zuschlagen. Und da werden wir einfach zurückschlagen. Und den Helden mal so richtig eine verpulen. Heroes are entering your dungeon. Dann können wir die nicht auch nochmal voll machen, die ganzen Leute. Und dann können wir uns ins große Finale bringen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, Blutzoll ist eigentlich auch für einen Garten. So, hier findet dann bestimmt die Beschwörung statt von dem Herrn der Schatten des Phantoms. Haben wir die jetzt hier schon platt eigentlich? Alle wieder safe. Okay, dann jetzt auf zum Endsport, glaube ich. Rest schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Tschüss!